Gut, da sind wir wieder am Start bei The Division. Ja, genau, mit der Ani zusammen. Wir stehen vor der Operationsbasis, da sind wir ja eben noch am Ende der letzten Folge hingereist. Oh, und... Hallo. Ja, was? Achso, du bist da, okay. Quartiermeister, okay. Wir sollen den Präsidenten treffen. Wo ist der denn? Warte mal, ich muss mich heute... Ach, oben wahrscheinlich. Dann gehen wir mal zum Donald Trump. Das wäre cool, wenn der jetzt wirklich da sitzt. Trumpy? Da wären wir. Ich wollte Ihnen persönlich danken. Wenn Sie nicht gewesen wären, wäre ich immer noch in der Hand dieser Hyena-Arschlöcher. Wir alle sind der Division zu Dank verpflichtet. Für die Opfer, die Sie gebracht haben, um das Land zusammenzuhalten. Sie sind ein Do of Deeds, wie Roosevelt sagte. Nun liegt es an mir, Ihre Taten so zu dirigieren, dass sie allen dienen. Wie Agent Kelso vermutet hat, es wurden Proben eines Breitbandvirostatikums nach Washington D.C. geschickt, um die Regierung zu retten. Um es klar zu sagen, es ist ein Mittel zur Bekämpfung von Virusinfektionen. Polio, Grippe, Dengefieber, Erkältungen, grünes Gift, kein Impfstoff. Ein Heilmittel. Ich weiß, wo sich dieses Paket befindet, aber um es zu bekommen, brauche ich die Aktentasche, die ich an Bord der Air Force One bei mir hatte. Wir glauben, dass die True Sons diese Aktentasche im Kapitol haben. Dann holen Sie sie. Mir egal, wie Sie es tun. Tun Sie es einfach. Wenn wir dieses Land wieder auf die Beine stellen wollen, müssen wir bereit sein, Dinge zu tun, die nicht populär sind. Aber ich will hier keine Wähler gewinnen. Ich bin hier, um was zu tun. Und das erwarte ich auch von Ihnen. Wenn mal jeder so denken würde wie er. Das ist mal einer wenigstens, der die, der es anpacken will. Gut, das wollten eigentlich schon viele. Aber ich glaube, er macht auch. Naja. Aber er hat ja selber gesagt, er möchte keine Wähler gewinnen. Er möchte, dass das Ding hier wieder bergauf geht. So. Du bist draußen, ne? Ja, Nolly hat die Forscher schon gesehen. Naja, alles gut. Ich wollte sie nur... Ich hatte sie nämlich noch nicht gesehen, deswegen. Bei mir. Aktiviert. Gruppenerweiterung aktiv. So. So, was wollen wir denn noch machen? Ich hoffe nur, ich komme durchs Tor, bevor die ersten Symptome auftreten. Die nächste wäre dieser hier. DCD Hauptquartier. Ja, dann machen wir das. Wir haben das alte DCD im Auge behalten. Mit grünem Gift Infizierte haben sich von dort aus auf den Weg in Richtung Campus gemacht. Dann machen wir den nächsten Hauptansatz, nämlich DCD Hauptquartier. Stufe 21 wäre das. Wir müssen den Laden zumachen. Wo gehst du hin, Calvin? Ist das halt der falsche Weg? Nee, ich komme zu dir. Ich komme von der anderen Seite. Gruppenerweiterung aktiviert. Ich bin nur von einer anderen Richtung gekommen. Hier geht's weiter. Moment, schnell. Ja, alles gut. Macht dir da keinen Stress. Wir haben nun eine strikte Ausgangssperre. Wenn Sie den Sicherheitsbereich verlassen, erhalten
Hände zittern schon die ganze Zeit, ne? So. Okay. Ist aber nicht wirklich gut. Moment, ich muss mal gerade meinen Fernseher. Ich hab vielleicht gerade noch vom... deaktiviert. War relativ ungemütlich beim Zahnarzt. Da musste 2 Stunden, ich hab da noch einen Krampf, kann noch neben von dem sein. Ja gut, hast du eine Betäubung drin bekommen oder so? Ja, auch. Ja, kann auch sein, dass das die Wirkung noch ist. Das dauert auch meistens noch ein bisschen. Das hatte ich nämlich auch, als mir 2 Zähne gezogen wurden. In der scheiß Zahnspange. So, okay. Ja genau, deswegen machen wir auch nur noch die eine Folge hier in der Session. Und dann machen wir dann nochmal weiter. Ist ja nicht so, dass wir nichts genug vorbereitet hätten. Für den Fall, dass man auch mal eben ein paar Tage ein Päuschen machen kann. Und so bin ich auch absoluter Fan von. Einfach mal alles vorzubereiten und alles drum und dran. Um dann nicht irgendwo Stress zu haben. Und ich sage, oh, heute müssen wir unbedingt wieder. Sondern wäre schön, wenn wir es heute könnten. So rum. Ist richtig. So, gut. 100 Meter. Gegner. Ja. Warte mal. Der hat mir schon wieder den Punkt hier rausgenommen. Ja, geht's dir gut? Ich hoffe nur, ich komme durchs Tor, bevor die... Henry macht sich Sorgen wegen Aufenthaltsaktivitäten beim Verlassen in Disease Control. Wollen wir rein? Ich weiß nicht, wo die hin sind. Wieder wäre der Eingang. Wo? Achso, ja, ja. Dann machen wir das doch. Warte, ich guck mal gerade, ob ich Agents finde. Weil du schon wieder durch bist. Ich will noch kurz eben 2 Wände suchen. Gucken wir mal direkt, welche finden. Ich hoffe, dass es jetzt relativ schnell geht. Aber meistens dauert das. Geht es eigentlich relativ schnell. Es gibt gute Erfahrungspunkte. 102.000 Erfahrungspunkte allein für dieses Level. Das könnte 1-2 Level geben. Aber ich weiß noch nicht, sogar bald Level 17. So, wenn das jetzt noch 10 Sekunden, 20 Sekunden dauert, mal gucken. Die Frage ist, wie viele Spieler sind gerade aktiv in diesem Spiel? Das. Oder wie viel Bock jetzt? Ach komm, bist du weit. Scheiß drauf. Mal zu zweit. Ich warte nicht ewig. So, das hat mich auch gerade jetzt. Henry meldet aktive Fälle von grünem Gift. Sie kommen anscheinend. Allein, dass sie reingehen jetzt gerade, hat mir 3.500 Erfahrungspunkte gebracht. Sorgen, dass es aufhört. So. Aber Bums. Uiuiui, da kommt es runter. Wann gibst du mir mal Deckung? Hä? Ach, ihr braucht doch keine Deckung. Klassischer Fall, wenn wir ein bisschen zu weit vor. Achtung, Out of zu dir. Bei dir. Ich komme zu dir. Scheiße, das ist ein Medipack.
Danke dir. Okay, ich war noch geschwächt und der lässt mich gerade weg. Links von mir liegt ein Gegner. Warte mal. Ich versuche nochmal eine Versteckung jetzt im Spiel zu suchen. Bin aber gleich wieder da. 12 Sekunden. Zwei, eins, go. Dann hüpfen wir mal wieder rein. Okay, er lädt nochmal nach. Aktives Terminal erkannt. Schließen Sie Eisenkanzler. Ach so, deswegen hat er nochmal nachgeladen, weil du in den Checkpoint reingegangen bist. Wahrscheinlich, weil ich die Gegnerrolle gekillt habe. Ja, das war dann wahrscheinlich der Checkpoint in dem Moment. Deswegen, er hat einmal geladen, weil ich neu starten wollte, und dann hat er nochmal nachgeladen, damit ich hier gespawnt bin. Okay. Gecheckt. Das ist der Plan an der Sache. So. Ich nutze mal den Laptop gerade hier. Verbindung hergestellt. ECD-Datenstrom aktiviert. Mal sehen, was Gebäude verlassen? Haben. Schon Feierabend? Auf der Nordseite ist unweit Ihrer Position ein aktives Labor. Das sollten Sie als erstes stilllegen. Achso, wollte gerade sagen. Es wäre wieder zu schnell für den Haupteinsatz. Lüge. Nochmal die Frage, wer ist tot? Gut. Hier war aber so ein Auffüllpunkt. Ja, so viel Munition habe ich nicht verbraucht. Da ist gerade runter, nur der Gegner ist hochgerannt. Achso, okay. Es scheint so, dass das Labor sich am besten mit dem Dekontaminierungsprotokoll stilllegen lässt. Das heißt doch auch nur, alles wird sterilisiert, oder nicht? Isaac findet kein Gas für die Dekontaminierung. Sie müssen die Zufuhr deaktiviert haben. Nehmen Sie die Hauptleitung im Keller. Das sollte es wieder zum Laufen bringen. Öffnen Sie die Brennstoffleitung. Dann sollte das Gas zur Dekontaminierung ausreichen. Ja? Oh, ja, aber warte. Für dir alles gut? Ja. Irgendwas hat mich gerade gekillt. Ich hatte alle Leben. Ich weiß nicht genau, was es war. Ja. Kurz sagen, es war ein Geschütz dran. Oh, ja. Ich weiß nicht, was mit Feuer war. Ich werd grad. Ja, ja, ich hab's gerade. Gehst du. Ach, gehst du mal in Deckung? Nee, feiern, den wollte er nicht. Hier bei mir ist doch ein Gegner. Warte mal, jetzt komme ich mal zu dir eben. Was denn hinterher hier mit dem Heilen? Aber das passiert wahrscheinlich nochmal öfters. Hier vorne mir ist noch ein Gegner. Sei was? Vorsichtig. Also der steht geradezu hinter dem komischen Wassercontainerbehälter, wie auch immer. Zwei sind's. Oh nein. Zwei waren's. Okay, dann müssen wir nochmal neu
Den einen hatte ich und den zweiten hat mir auf dem Schirm. Ja, alles gut. Wir machen. Er sucht immer noch nach Verstärkung. Das war auch gerade, dauert aber lange, die Suche. Ich hätte nicht gedacht, dass der da so ewig sucht. Ich denke, die meisten haben die Mission auf der normalen Schwierigkeit schon durch. Ja, das stimmt natürlich. Ja gut, es ist klar, wenn man privat zockt, dann zockt man, dann geht das halt ein bisschen schneller, als wenn man nur für die Aufnahme zockt. Aber wir lassen uns nicht hetzen. Ich bin da ja kein Fan von. Ich hasse dich, durch irgendwas durchzuwaschen. Dann lieber ein bisschen genießen, ein bisschen entspannt. Dann gehen wir das schon irgendwie. So. Krieg ich das da oben drauf? Jawohl. Zack. Geschütz da oben drauf. Meinst du? Oh, ich muss mich wieder Deckung begeben. Ja, ich komme jetzt gerade nicht hier raus. Ah, ja, ja. Glück gehabt. Ach, schon. Super. Die haben sich selbst getötet, die. Ich hab nichts getan, da kommt sie auf sich selbst getötet. Das dauert einen Moment, ich bin gerade dran, aber ich hab dich. Danke, ich wundere mich immer noch, wie ich mich selbst getötet habe, wenn ich nur da in der Deckung hochstehe. Okay. Die haben sich selbst getötet, so what the fuck. Mit mir schon, du wurdest getötet. Hat er irgendwo fallen lassen aus Versehen oder sowas? Nö, ich war nur in der Deckung. Okay. Deswegen habe ich auch gleich so, hä? Ach, da kommen einige Gegner. Hast du keinen Medi-Dingsbums da, was du da mal sonst hattest? Nicht mehr, nein. Ah, du hast die Fähigkeit rausgenommen? Ja. Okay. Das war ganz praktisch. Tatsächlich, aber... nicht. Okay. Warte mal ganz kurz, bevor wir hier weitermachen, gerade mit dem nächsten Checkpoint. Ich will mal gerade ganz kurz mal aufräumen hier gerade bei mir. Weil hier ist Loot. Das will ich eigentlich gerne mitnehmen. Platz schaffen. So. Da.
Gut. Die Waffen müssen wir später machen. Ich will nämlich hier oben kurz im... Das Dekontaminierungsprotokoll kann vom Labor über Ihnen initiiert werden. Wenn Sie nach dem Auslösen dort bleiben, sollten Sie sicher sein. Wenn das Zeug mitnehmen, ist da wieder was Grünes hinten. Es ist mitten im Labor. Ja, ich eile gerade zu dir. Gleich. Also ich komme nicht zu dir. So, das Zeug mal mitnehmen. So, die Granate mitnehmen und dann machen wir es mal auf zum nächsten Checkpoint. Ja, da bist du, da bin ich und weiter geht die Reise. So, Munition. Virenproben erkannt. Ist aber mal eine andere Deckung als die, die ich jetzt gerade als Ideen hatte. Da wollte einer Deckung, den wir kurz hier mitgenommen. Das könnte man wohl saugen. Okay. Die wurde gerade mal eben kurz durchgebraten. Okay. So kann man es natürlich auch machen. Aber kurz den Raum leer gemacht. Ich will auch so ein Ding. Schönes Spielzeug. Das war schnell und effektiv und spart vor allem die Munition. Ja. So. Ist wieder an. Auch wenn wir es vielleicht nicht brauchen. Aber es wäre ja blöd, wenn zum Beispiel meine eine Kugel fehlt für irgendeinen wichtigen Gegner und so man gar nichts mehr hat. Von Pistole hast du ja unbegrenzt Munition, also weitere letzten Waffe. Ja. Kannst ja auch nicht Rotflinte zum Teil sein. Also jetzt kommt dieses Violettes. Warte, ich nehme die andere Seite. Warte mal. Ah, da kommt noch was auf uns zu. Hat's bereut. Ui, Brandgranate. Du bist ein leichtes Ziel. Hei, 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 hei. Ich mag es nicht, angezündet zu werden. Tut mir leid. Nein! Der hat, muss nachladen, sonst hätte ich mir den violetten dritten einen Durchzug geholt. Fünf Sekunden. Danke sehr. Es wird nicht das erste Mal, letzte Mal gewesen sein, dass einer von uns stirbt. Das Blut eines asymptomatischen Trägers benutzen. So. Von jemandem, der infiziert ist, aber keine Symptome zeigt. Das hieße, Sie verwenden das grüne Gift als Waffe. Vernichten Sie alles, was kontaminiert sein könnte. Alles mit dem. Müllentsorgung mal anders.
die Frage ist, wo der Müll hin... Ah ne, wir sind ja auf dem, stehen ja auf dem Aufzug. Das ist schon okay. Ja, ich habe mich gerade nur gewundert, hey, wo ist der Müll hin? Hat der hier runtergeflossen, aber es war ja auf der Aufzug ist dann quasi so am Boden gewesen. So, weiter geht die Reise. Alle Feindkräfte neutralisieren. Vermute, ja. Achtung, das ist ein Haustyp. Mit einem Hammer. Ja, sehe es gerade. Er kriegt von mir. Ich nehme ihm halt nicht so übertrieben viel Schaden weg, aber ich bin dran. Tot. Schön. Ich bin nämlich nachgerannt die ganze Zeit. Ich habe das gemerkt und ich war die ganze Zeit drauf auf ihm. Ich hab den irgendwie schon mitgeschnitten dann am Ende. Führerin der Outcasts. Wenn sie eine asymptomatische Trägerin ist, sind sie auf ewig mit dem Virus versorgt. Agent, auf dem Rückweg kommen Sie an der Forschungsbibliothek des DCD vorbei. Ach so, eine Bitte, wenn Sie schon mal drin sind. Besorgen Sie alles zum Thema Breitspektrum-Virostatika. Bitte was? Breitspektrum-Virostatika oder sowas. Ja gut, verstanden habe ich schon. Ich habe nur nicht die Bedeutung gerade im Kopf. Hört sich an wie beim Zahnarzt. Aber wenn du das Wort beim Scrabble legst, hast du, bist du der King. Ja, es ist möglich, aber nicht mehr. Das Mary Poppins Wort da, das, was weiß ich nicht. Ich weiß, was du meinst. Dieses kalifragisch irgendwas Dingsbums da. Ja. Ich krieg's auch nicht auf die Reihe. Das muss man beim Scrabble legen. Super, ja. Anni, warte, keine Ahnung, was. Ja, ja. Ich... Vielleicht meinst du einer von deinen Streamern. Ich hab das... Oh nein. Ja, das kann theoretisch sein, dass du einer... Ich kenne Mary Poppins tatsächlich. Ich hab's ja tatsächlich gesehen, auch als Film und auch das Theaterstück. Ja, wir sind in Amerika schauen gegangen, das Theater. Ja gut, wir waren jetzt nicht in so einem großen Theater, das war jetzt eigentlich nur so hier bei uns in der Stadt und Umgebung so ein kleines Theater. Dann wurde das halt auch mit einigen Schülern hier aufgeführt, wie das bei diesen Schultheatern und sowas der Fall ist. Kababums! Die Granate hat aber auch ganz viel Bums gemacht gerade. Wo komme ich denn jetzt hier wieder hoch? Wo zur Hölle bist du? Ach, da unten. Ich probier's jetzt. Mama, mama, bumm. Ist aber nett, dass ihr meine Granate rennt, die Kollegen. Oh, ich hasse sowas, ja. Aua. Mir ist warm. Lass mich unten, weil ich komme hier nicht mehr hoch. Aber halt durch, bis ich wieder starte. Ich werd grad gegart. Boah, Alter. Ich tu grad mein Bestes irgendwie. Passen wir drauf auf. Hier, nimm das. Ja, bin dran. Eieieiei. Okay. Ja, töte mich genau. Verstärkungsanforderung gesendet. Der eine Gegner, den haust du eigentlich nur weg. Der ist nämlich fast. Der ist durch links von mir. Läuft jetzt gerade wieder rüber. 10 Sekunden.